Und bei uns im Studio begrüßen wir jetzt den Landrat des Landkreises Nordwest-Mecklenburg, Tino Schumann. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen. Guten Tag. Hallo. Herr Schumann, Ihr Landkreis, der war in den vergangenen Wochen mehrfach in den Schlagzeilen. Grund: im Ort Uppal soll eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden. Und da gab es Demonstrationen von Anwohnern, von Menschen vor Ort. Und auch gestern gab es erneut Demonstrationen, weil jetzt in einem anderen Ort eine Unterkunft gebaut werden soll. Warum die Skepsis der Menschen, gerade bei Ihnen im Kreis? Was sind die Sorgen der Menschen? Die Skepsis spüre ich nicht nur bei mir im Kreis, die spüre ich bundesweit. Wenn ich den Fernseher anschalte und die Medien betrachte und mir das anschaue, auch meine Landratskollegen berichten mir das vielfältig aus verschiedenen Bundesländern. Die Menschen, die Gesellschaft kann einfach nicht mehr mitgenommen werden. Bei den schnellen Prozessen, bei den vielen Menschen, die zu uns kommen. Und die Lage, die wir auch in Uppal haben, hat sich eben zugespitzt darauf, dass wir keine Grundstücke, keine Liegenschaften bekommen haben, um Menschen unterzubringen. Wir haben Spotter nutzen müssen seit November letzten Jahres. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, ein entsprechendes Grundstück mit der Containeranlage errichten zu können. Und wem will man das erzählen? Und das ist die Sorge. Und ich hatte ja heute Hoffnung, dass bei dem Gipfel mit der Bundesinnenministerin entsprechende Lösungen präsentiert werden. Weil Sie gerade das ansprechen, dieses heutige Spitzentreffen in Berlin. Wie geht es Ihnen nach dem Spitzentreffen? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Das ist das, was ich mitgenommen habe aus dem Treffen. Es war ernüchternd, es war, ja, also kann kaum in Worte gefasst werden. Das war wirklich, kann nicht ernst gemeint gewesen sein von der Lage, die die Kommunen haben, die sie seit Monaten entsprechend kommunizieren mit dem Bund. Und auch, dass der Kanzler nicht selbst zugegen war bei dem brennenden Thema, bei der gesellschaftlichen Brisanz, die wir erleben, die ich gestern wieder gespürt habe bei einer Bürgerversammlung, wo auch Menschen aus der Mitte entsprechende große Sorgen und Ängste haben und die man nicht beantworten kann. Und da habe ich mir Ergebnisse gewünscht. Die sind jetzt hier nicht da. Es werden Gespräche geführt. Da hatte ich gedacht, das ist schon längst fertig. Die Pläne sind in der Schublade, die holen wir raus. Seit 2015, 8 Jahre nach der Flüchtlingskrise, ist entsprechend nicht viel passiert. Und das ist schon sehr traurig und ernüchtert mich und wiegt mich nicht froh, dass wir hier keine Perspektive weiterhin haben. Und jetzt auf Ostern sich zu verständigen, erinnert mich so an die letzten Jahre, die wir erlebt haben mit Corona, sich immer weiter zu hangeln. Aber Lösungen seit dem letzten Kommunalgipfel mit der Bundesinnenministerin habe ich jetzt auch heute wieder nicht gesehen. Woran liegt das, dass die Politik dieses Thema so wegschiebt? Man hat jedenfalls das Gefühl, also eigentlich keine Partei thematisiert das so wirklich, thematisiert auch die Ängste der Bevölkerung und thematisiert ja auch die Realität, dass wir nicht alle Menschen, die gerne zu uns kommen würden, stemmen können. Das ist eine gute Frage. Es thematisieren die Kommunen. Die Kommunen haben den Auftrag, die Menschen unterzubringen und das bundesweit in den Städten und Gemeinden. Uns in Mecklenburg-Vorpommern ebenso wie als Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern haben die Aufgabe, die Menschen unterzubringen. Wir können nur noch warm, satt, trocken bieten und das auch nur mehr schlecht als recht. Und wir müssen einfach vor die Lage kommen. Wir sind deutlich hinter der Lage und das sind eben entsprechende Fehler, die wieder passiert sind, die sich wieder wiederholen. Und wir können die Menschen gar nicht integrieren und wir können das gar nicht steuern. Wir haben die Kapazitäten und es geht hier nicht um Geld. Das um ganz deutlich zu sagen, es geht darum, dass wir die Möglichkeiten haben müssen, die Ressourcen haben müssen, um die Menschen zu versorgen mit der Sozialbetreuung, mit der Sicherheit und mit der Integration. Das ist nicht mehr leistbar und das muss die Regierung ganz klar erkennen. Sie sagen, Geld ist nicht das Problem. Was ist dann das Problem, um die Menschen zu versorgen, entsprechend in die Gesellschaft zu integrieren? Wir müssen die Menschen ja erstmal in der Gesellschaft aufnehmen und die Akzeptanz auch in der Bevölkerung haben. Und wenn das weiter sich zuspitzt, so wie wir es jetzt gerade erleben, schaffen wir das nicht. Und das ist nicht nur Uppal bei mir im Landkreis, wo es eine zeitweise Notlösung jetzt darstellt, sondern das ist insgesamt. Die Menschen, die wir seit 2015 auch bei uns im Landkreis haben, wohnen wesentlich noch da in den Unterkünften, die sie 2015 bezogen haben. Wir haben bei uns bei mir im Landkreis keinen Leerstand von unter 2% durch die gute Lage zu Hamburg, zur Ostseeküste und so weiter. Und das nützen mir keine Bundesimmobilien. Die wurden wieder genannt. Das hat die Bundesinnenministerin auch mir im letzten Jahr gesagt, als sie in Großstrümpkendorf war, bei dem Brand. Auch da waren die Bundesimmobilien ein Thema. Und ich habe keine und das nützt mir auch nichts. Und wir brauchen einfach die Ressourcen, wir brauchen die Sozialbetreuung, wir brauchen die Liegenschaften, die Gebäude, die wir nicht haben. Und deshalb kommen so eine Demonstration zu Recht zustande, weil die Bürger einfach nicht mehr mitgenommen werden können. Sie sagen also, es fehlt der Platz, es fehlen die Unterkünfte, es fehlen auch die Gebäude und dann natürlich die Ressourcen, um die Menschen zu integrieren. Also wo müsste man jetzt anfangen? Müsste man damit anfangen, wieder wirklich heftige Grenzkontrollen einzuführen, damit man erstmal dafür sorgt, dass man die Menschen, die man jetzt im Land hat, irgendwie versorgen kann? Oder muss man jetzt ganz schnell neue Unterkünfte hochstampfen? Was muss jetzt der nächste Schritt sein?
Der Bund muss begrenzen und steuern, die illegale Migration nach Deutschland stoppen und die Abschiebeoffensive, die Rückführungsoffensive, wie der Bund es selber nennt, auch entsprechend starten. Und der Bund schiebt das jetzt auf die Länder, aber die Gesetze, die Menschen zu uns nach Deutschland holen, hat der Bund nun mal gemacht. Und auch das Thema der beschleunigten Asylverfahren, ein großes Thema. Wir haben hier 15 bis 20 Monate, bis darüber entschieden wird, was mit den Menschen geschieht, wo sie bleiben können und dürfen. Und die Menschen mit wenig Bleibeperspektive, die nicht bleiben können, dürften es gar nicht auf die Kommunen, auf uns verteilt werden, um so auch weitere Plätze frei zu halten zu können für die Menschen, die wirklich berechtigtes Schutzinteresse bei uns haben. Herr Schumann, schauen wir ganz kurz nochmal auf die Stimmung. Die Stimmung, die nicht nur zu kippen scheint, sondern die teilweise schon kippt. Möglicherweise ist das ja auch ein Problem des Verteilungsschlüssels. Und wenn man darauf dann schaut, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die entscheiden darüber, wer wohin geht, überhaupt keinen Überblick haben, was überhaupt in den einzelnen Landkreisen möglich ist. Stimmt das so? Ja, ich habe heute vernommen, ein Dashboard soll eingeführt werden. Wir kennen es aus Corona-Zeit mit den Zahlen des Coronavirus, also wo die Verteilung ist. Es ist schön, wenn wir es wieder visualisiert bekommen, aber die Quoten sind klar. 2% bekommt Mecklenburg-Vorpommern, mein Landkreis bekommt 10% an Zuweisungen und die Schlüssel sind fest und die Gesetzeslage bei uns im Land in MV ist deutlich. Wir haben den Auftrag, das zu machen. Wir haben auch nicht mehr die Möglichkeiten, die Kapazitäten und das wird nicht erkannt. Geht die Kritik in dem Fall nicht auch ein Stück weit an die Landesregierung und nicht die Bundesregierung, wenn Sie sagen, 2% Mecklenburg-Vorpommern, Sie allein bekommen 10%? Ich meine, gerecht klingt anders. Naja, wir haben, das ist alles gemessen nach der Einwohnerzahl, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, auch mit dem Königsländer Schlüssel entsprechend. Und meine Landratskollegen in MV oder auch die beiden Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister haben ja natürlich den gleichen Schlüssel anhand ihrer Einwohnerzahl. Aber es nützt mir ja nichts, das so zu machen, stringent nach der Einwohnerzahl, wenn ich die Ressourcen nicht habe, wenn andere Ressourcen vielleicht da sind, aber es nicht nützt, weil die Menschen trotzdem zu uns kommen. Ich bekomme 20 bis 30 Personen pro Woche. Und da kann man sich ausrechnen, dass es über 1000 Menschen sind in einem Jahr. Und das ist nicht mehr leistbar. Herr Schumann, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Sie sind aus der CDU und Ihr Vorsitzender Friedrich Merz hatte vor einigen Wochen eine Aussage getätigt, die für ziemlich viel Kritik auch gesorgt hat in der Bevölkerung. Er hat von kleinen Paschas gesprochen. Er hat sich bezogen auf Migrationshintergrund, arabischen Migrationshintergrund. Nehmen Sie das ebenfalls wahr, dass die Menschen in Ihrem Landkreis auch so über bestimmte Menschen denken? Fühlen Sie diese Ressentiments auch bei Ihnen? Ich kann nur berichten, wie es bei uns im Landkreis ist an Schulen. In der Kreisstadt haben wir insgesamt in den Schulen zwischen 30% und 40% Kinder mit Migrationshintergrund. Und ich habe auch selbst Lehrerinnen, die in meiner Familie sind und die unterrichten. Und es ist wirklich schwer und fast gar nicht mehr durchführbar, entsprechende über die verschiedensten Sprachen das zu steuern, Unterricht zu gestalten. Und 40% Migrationsanteil bei den Kindern, die müssen noch erstmal Deutsch lernen, bevor sie in die Klassen kommen. Und das hatte ich heute auch vernommen. Wir haben nicht mal mehr Deutschlehrerinnen, Deutschkurse, wie wir den Menschen Deutsch auch beibringen können. Das ist das Erste, was sie können müssen, das ist die Sprache. Und wenn das nicht gelingt, können die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend das auch nicht leisten. Insofern ist es wichtig, dass wir eine Verteilung hinbekommen und dass wir die Menschen einfach dazu ertüchtigen, auch hier in unserem Land mit unseren Regeln, mit unserer Sprache zurechtzukommen. Und das beginnt bei den Kleinsten und hört bei den Ältesten eben auf. Tino Schumann war das, CDU-Landrat des Landkreises Nordwest-Mecklenburg. Recht vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Dankeschön.